So, wir Antrag schauen wieder in den Saal. Dort gehen die AfD. Abstimmungen weiter, bevor wir dann zum zweiten Teil des großen Gesetzespakets kommen. Da wird es dann gehen um Zivilinsolvenz- und Strafverfahrensrecht. Also man hat hier etwas gerafft, wie gesagt, diese zweite, dritte Beratung der gesamten Gesetze in drei Teilen. Im Moment hatten wir ja die Abstimmung und die Beratung zu dem Thema Wirtschaft und Haushalt. Natürlich mit Schuldenbremse, mit Nachtragshaushalt, mit Rettungsschirm für große Unternehmen, wie gesagt. Und dann kommen wir im zweiten Teil der Debatte, auch hier 30 Minuten Aussprache nochmal angesetzt vor den Abstimmungen zu dem Bereich, der vor allem beispielsweise Mieter betrifft, die Justiz betrifft. Zweite und dritte Beratung und der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ruft genau diesen Punkt auf. Also nochmal ganz kurz, bevor es hier losgeht, ein paar Stichworte, was die Vermieter betrifft. Da soll es ja so sein, dass derzeit ein Vermieter das Mietverhältnis kündigen kann, wenn zwei Monate in Folge beispielsweise keine Miete gezahlt werden. Und der Gesetzentwurf jetzt, der soll dann ermöglichen, dass eine solche Kündigung vom 1. April bis 30. Juni eben nicht möglich ist. Und die Regelung, die kann sogar verlängert werden bis Ende September. Die säumigen Mieter, die müssen ihre Mietzahlung natürlich dann nachholen. Aber es gibt natürlich etwas Luft. Auch bei der Justiz, da verändert man einiges, damit wegen der Corona-Krise keine Strafprozesse platzen müssen, könnte sie länger als bisher unterbrochen werden. So, hören wir Christine Lambrecht, die Bundesjustizministerin. Kollegen, die Pandemie Covid-19 stellt uns alle als Bürgerinnen und Bürger, als Abgeordnete, aber auch uns Regierungsmitglieder vor sehr große Herausforderungen. Und der Vizekanzler Scholz hat heute Morgen zu Recht gesagt, für den Umgang mit einer solchen Krise, mit einer solchen Herausforderung gibt es keine Blaupause. Aber wir alle haben dennoch unter Hochdruck uns dran gemacht, die Herausforderung anzunehmen und in der Bundesregierung, in den Ministerien Gesetze erarbeitet, die die notwendigen Hilfen und die notwendigen Entscheidungen auch enthalten. Im Gesundheitswesen, damit diejenigen, die dafür sorgen, dass Menschen gesund bleiben können, alle Voraussetzungen auch haben. In Bezug auf wirtschaftliche Hilfen, damit Auswirkungen beispielsweise bei Einnahmeausfällen durch Kurzarbeit oder wenn Aufträge wegbrechen, abgefedert werden können. Aber auch in meinem Zuständigkeitsbereich gibt es Entscheidungen, die dringend getroffen werden müssen. Dazu gehören beispielsweise die Aussetzung von Insolvenzanträgen, dass Unternehmen nicht in die Insolvenz jetzt getrieben werden müssen, weil Aufträge wegbrechen. Aber auf der anderen Seite auch dann, wenn sie diese Anträge nicht gestellt hätten, in Schwierigkeiten, nämlich in die Insolvenzverschleppung gekommen wären. Und deswegen war es wichtig und richtig, diese Fristen jetzt auszusetzen bis in den September. Wir haben aber auch entschieden, dass beispielsweise aufgrund der schwierigen Anwesenheitsmöglichkeit in vielen Gremien jetzt zum Beispiel eine digitale Hauptversammlung in Aktiengesellschaften möglich ist. Auch das ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch, dass im Strafprozess, in der Hauptverhandlung, dass diese unterbrochen werden kann, länger als bisher möglich, damit eben wichtige Prozesse, die auch viel an Vorbereitung schon mit sich gebracht haben, nicht noch mal von vorne aufgerollt werden müssen. Und deswegen haben wir die Frist ausgedehnt auf 3 Monate und 10 Tage. Meine Damen und Herren, das sind alles wichtige Entscheidungen. Aber ich möchte, wenn ich ehrlich bin, auf den Kernpunkt meines Gesetzes, den ich vorgelegt habe, kommen. Und der bezieht sich nämlich auf das Mietrecht. Ganz viele Menschen in diesem Land haben momentan mit Einnahmeausfällen, müssen damit umgehen, beispielsweise, weil sie Kurzarbeit jetzt haben. Das heißt, sie bekommen nur noch 60%. Oder ihnen brechen die Aufträge weg, weil sie ihr Restaurant nicht mehr aufrechterhalten können oder weil niemand mehr etwas in Auftrag gibt. Und das ist eine große Sorge. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute viele Hilfen aufgelegt haben. Dazu gehört, dass Grundsicherung vereinfacht gibt. Dazu gehört aber auch, dass es direkte Hilfen gibt. Dazu gehört, dass Kinderzuschlag einfacher gewährt werden kann. Aber alles das braucht eine gewisse Zeit, bis es eben entschieden und dann das Geld auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ist. Und bis es soweit ist, haben viele Menschen Angst davor, dass sie aufgrund weniger Einnahmen ihre Miete nicht mehr bezahlen können
und dann womöglich gekündigt und auf die Straße gesetzt werden. Und das in der heutigen Zeit, wo alles unsicher ist, wo alles im Fluss ist, wo große Ängste zusammenkommen. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir aufzeigen, dass wir die Kündigungsmöglichkeit wegen Zahlungsverzug in der jetzigen Zeit aussetzen, und zwar bis zum 30. Juni diesen Jahres, meine Damen und Herren, damit klar ist, diese Sorge muss nicht noch zu vielen anderen Sorgen in der jetzigen Zeit hinzukommen. Denn das Zuhause, die Wohnung ist doch momentan der Rückzugsort, an dem Sie meistens sich aufhalten, ja aufhalten müssen. Und damit dieser sicher ist, deswegen glaube ich, war das eine sehr wichtige Entscheidung. Es geht aber auch um viele Kleinstgewerbetreibende, denn die sind auch erfasst. Dass auch Sie keine Angst haben müssen, weil Sie jetzt keine Aufträge bekommen und die Einnahmen wegbrechen, dass Ihnen gekündigt werden kann. Es geht, wie gesagt, um das Kündigungsrecht, dass das ausgesetzt ist für 3 Monate. Auch das gibt Sicherheit. Jetzt bekomme ich natürlich in dem Zusammenhang viele anschreiben, ja, was ist denn mit den Vermietern? Die haben doch auch Schwierigkeiten. Ja, und aus dem Grund haben wir in diesem Gesetz auch das berücksichtigt. Nämlich immer dann, wenn Vermieter diese Objekte darlehensfinanziert haben, dann muss selbstverständlich auch die Möglichkeit sein, wenn durch Corona bedingt Ausfälle gegeben sind, dass diese Darlehen ausgesetzt werden können. Das ist die andere Seite der Medaille, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es ein gerechter Ausgleich, den wir mit diesem Gesetz heute hier beschließen. Und als Letztes darf ich noch darauf hinweisen, dass wir ein Moratorium für Dauerschuldverhältnisse heute beschließen. Furchtbares Wort, aber eine ganz wichtige Sache. Es geht nämlich darum, dass Ihnen durch Zahlungsverzug, wenn Sie das jetzt nicht mehr leisten können, nicht der Strom abgestellt wird oder das Wasser oder das Gas. Man will sich das gar nicht vorstellen, was das für eine Konsequenz hätte. Ich bin den Versorgungsunternehmen dankbar, dass sie erklärt haben, sie werden es dazu sowieso nicht kommen lassen. Aber das ist gut. Aber durch dieses Gesetz haben die Schuldner dann eben auch die entsprechende Rechtssicherheit, meine Damen und Herren. Und das ist wichtig in gerade so einer Zeit der Unsicherheit. Ich möchte Ihnen danken. In Kenntnis der Verfassungslage möchte ich dafür werben. Wir haben sehr enge Redezeiten verabredet. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich auch daran halten können. Also ein Verfassungsbruch an dieser Stelle als Justizministerin undenkbar. Deswegen möchte ich nur noch ganz kurz danken an alle, die einstimmig diesem Gesetzentwurf im Ausschuss zugestimmt haben. Das zeigt, dass es einen breiten Konsens gibt, die Sorgen und Nöte der Menschen in diesem Land in dieser schwierigen Situation ernst zu nehmen. Und ich möchte auch noch mal den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses auch an dieser Stelle mal aussprechen. Denn da wurde echt unter Hochdruck Enormes geleistet. Vielen Dank. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Bundesjustizministerin Christine Jens Lambrecht, die hier sozusagen den zweiten Teil eröffnet hat der Aussprache, und die Punkte, um die es geht im Gesetzentwurf, die hat sie ja angesprochen. So, in die Aussprache gehen wir jetzt mit dem nächsten Redner von der AfD. Meine Damen und Herren, ich habe ja jetzt 2 Minuten Redezeit, kann nicht viel sagen. Aber in Notzeiten hat die Regierung das Wort. An ihr ist es, das Land durch die Not hindurchzuführen. Eine verantwortungsvoll handelnde Opposition, der das eigene Volk, das Vaterland am Herzen liegt, begleitet den Weg der Regierung in dieser Zeit konstruktiv mit. Opposition um der Opposition willen verbietet sich. Die AfD-Fraktion ist sich dieser Verantwortung bewusst und hat deshalb mehrere Änderungsanträge und einen Entschließungsantrag eingebracht. Im Bereich des Wohn- und Gewerberaummietrechts geht es vor allen Dingen darum, den Vermieter nicht hinten runterfallen zu lassen. Deshalb soll nach unseren Vorstellungen im Änderungsantrag der Mieter im Hinblick auf den erweiterten Kündigungsschutz bereits bei Nichtleistung der Miete glaubhaft machen, dass seine Zahlungsunfähigkeit auf die Corona-Krise zurückzuführen ist, um Missbrauch zu verhindern und den Vermieter frühzeitig zu informieren. Darüber hinaus wollen wir über den Entschließungsantrag erreichen, dass den Vermietern nach der Krise eine Perspektive eröffnet wird, möglichst schnell die offenen Beträge zu erhalten. Denn die Mieten werden nicht erlassen. Das muss man vielleicht auch noch mal deutlich betonen. Im Hinblick auf die bei Darlehensverträgen vorgesehenen befristeten Leistungsverweigerungsrechten
haben wir einen Änderungsantrag eingebracht, der vorsieht, nicht nur Verbraucher und Kleinstunternehmer, sondern auch kleinere und mittlere Unternehmen in den Anwendungsbereich einzubeziehen, weil auch diese Unternehmen schutzwürdig sind. Bitte greifen Sie unsere Änderungsanträge auf und stimmen Sie ihnen zu. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jan-Marco Lukczak, CDU-CSU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns alle einig, die Corona-Pandemie, das ist sicher die größte Herausforderung, die unser Land seit vielen, vielen Jahrzehnten zu bewältigen hat. Und davon sind alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen. Der Gesundheitsbereich, die Einschränkung der persönlichen Freiheit, Betriebe müssen schließen, Aufträge brechen weg und Menschen verlieren ihren Job. Und wir werden sicher, das muss man offen und ehrlich sagen, nicht alles abfedern davon können. Wir können den Menschen nicht versprechen, dass niemand am Ende wirtschaftlichen Schaden nimmt. Aber, und deswegen läuft ja gerade diese Abstimmung, wir stemmen uns mit allem, was wir haben, dagegen. Wir wollen die wirtschaftlichen Folgen abmildern. Deswegen machen wir gerade ein dreistelliges Milliardenrettungsprogramm, um das zu bewirken. Aber auch die Rechtspolitik muss hier ihren Beitrag dazu leisten. Und deswegen werden wir an verschiedenen Gesetzen Veränderungen vornehmen, um dieses Rettungspaket, diese Hilfsmaßnahmen zu flankieren. Denn unser Ziel ist ganz klar, niemand soll wegen der Corona-Krise seine wirtschaftliche Existenz verlieren. Und deswegen machen wir ein umfangreiches Gesetzespaket. Da geht es um den Bereich des Insolvenzrechts, um das Gesellschaftsrecht, um das Strafprozessrecht. Am Ende geht es darum, die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Und da gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, die wir dort machen. Ich will mich hier auf den Bereich des Zivilrechts konzentrieren. Denn das ist das, was die Menschen ganz unmittelbar betrifft. Wir haben viele Menschen, die in Kurzarbeit gehen müssen, die möglicherweise ihren Job jetzt infolge der Krise verlieren, wo Betriebe zumachen. Und das ist unser Ziel mit diesem Gesetzespaket, diese wirtschaftlichen Folgen von Corona abzumildern. Und deswegen wollen wir ein doppeltes Signal mit diesem Gesetz aussenden. Wir wollen den Menschen ihre existenziellen Ängste nehmen, Sorgen nehmen, dass sie insbesondere ihre Wohnung verlieren könnten, dass ihre Betriebsstätte nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das wollen wir ihnen mit diesem Gesetz nehmen. Und gleichzeitig wollen wir auch das Signal aussenden, dass wir den Wirtschaftskreislauf, dass wir den am Laufen halten, dass wir auch ein Vertrauen in den Fortbestand von Verträgen halten. Und wir tun in dem Zusammenhang das, was notwendig ist, aber wir reduzieren die Eingriffe. Und das muss man auch deutlich sagen, es ist ein tiefer und massiver Eingriff in bestehende Verträge. Das ist ordnungsrechtlich alles andere als trivial. Und deswegen tun wir das, was notwendig ist, aber reduzieren die Eingriffe auf das zwingend notwendige Maß. Und deswegen war uns als Union auch sehr, sehr wichtig, all das, was wir jetzt machen, zu befristen bis zum 30. Juni, dass es auch nicht darüber hinaus erst einmal geht. Und wir adressieren da verschiedene Punkte. Es geht da zum einen um Verbraucher bei Dauerschuldverhältnissen zu schützen, dass ihnen nicht der Strom, das Internet, das Wasser abgestellt wird. Dort können sie für 3 Monate etwas Luft schnappen, die Zahlungen einstellen. Wir wollen Eigentümer, auch andere Verbraucher schützen, die Darlehen aufgenommen haben, etwa wenn sie ihr Haus finanziert haben, dass sie für die nächsten 3 Monate ihre Kreditraten keine Zinsen mehr zahlen müssen, keine Tilgung mehr leisten müssen, weil wir verhindern wollen, dass dort vollstreckt wird in das Eigentum. Und der letzte Punkt, der, glaube ich, die meisten Menschen insbesondere interessiert, das ist der Bereich des Mietrechts, weil es dort wirklich um existenzielle Fragen geht. Wir wollen nicht, dass Menschen das Dach über dem Kopf verlieren, denn es ist für sie existenziell, es ist ein Stück Rückzugsort, es ist ein Stück Heimat. Und deswegen gehen wir hin und sagen, bis zum 30. Juni wird der Kündigungsschutz hochgefahren. Wegen Mietschulden darf man in dieser Zeit nicht mehr kündigen. War es aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir muten den Vermietern einiges zu damit. Und man muss schon sagen, auch die haben natürlich Sorgen. Viele, gerade die privaten Kleinvermieter, die sind auch darauf angewiesen, Mietzahlungen zu erhalten, weil sie etwa ihre Altersvorsorge darauf aufgebaut haben. Und deswegen haben wir als Union sehr darauf geachtet, dass wir das Gesetz an dieser Stelle nicht nur befristen, sondern wir haben auch gesagt, es muss auch dringend notwendig sein, dass Mieterinnen und Mieter nachweisen, dass sie glaubhaft machen, dass sie wirklich gerade aufgrund von Corona in diese wirtschaftliche Notlage gekommen sind und deswegen ihre Mietzahlungen machen. Mir sind 2 Punkte, die ich ganz kurz nur adressieren möchte, wichtig. Der Zahlungsanspruch, der bleibt selbstverständlich bestehen. Mieter müssen
ihre Miete zahlen, nachzahlen, etwa auch Verzugszinsen zahlen. Deswegen glaube ich, das ist wichtig, die Mietern zu sagen, nur diejenigen, die wirklich in wirtschaftlicher Not sind, macht bitte davon Gebrauch und denkt insofern auch an eure Vermieter. Und der letzte Punkt, der Grundsatz der Subsidiarität. Nehmt staatliche Hilfen in Anspruch, Wohngeld, ALG II, die staatlichen Hilfsprogramme. Wir wollen keinen Dominoeffekt auslösen, sondern wir wollen die Wirtschaft am Laufen halten. Dass insofern die staatlichen Hilfsprogramme bitte in Anspruch nehmen, dass die Miete auch weiter gezahlt werden kann. Es sind Herr besondere, Kollege Luktak. Ich komme zum Schluss. Es sind ja, besondere Zeiten. Das erfordert besondere Lösungen. Wir wollen ein Stück weit Hoffnung und Zuversicht geben mit diesem Gesetz. Und deswegen bitte ich hier an dieser Stelle um Zustimmung. Vielen Dank. Und der Kündigungsschutz für Mieter, das gilt auch beispielsweise für Vereine und kleine Firmen, die wegen Einkommensausfällen aufgrund der Corona-Epidemie ihre Miete eben nicht zahlen können. Nächster Redner, Stefan Thome für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren. In Krisenlagen wie dieser beweist sich, dass die Verlässlichkeit unseres rechtsstaatlichen Gewaltarrangements, der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat, kennt keinen Ausnahmezustand. Das Recht wird in diesen Tagen vielfach einer Bewährungsprobe ausgesetzt. Aber Freiheit, Eigentum, Privatautonomie müssen wir auch und gerade in diesen Zeiten schützen, wenn wir unser Land nach dieser Krise noch wiedererkennen wollen. Auch in Krisen wie dieser muss der Rechtsstaat erkennbar bleiben, meine Damen und Herren. Nun legt uns die Bundesregierung heute ein Gesetzespaket mit vielen zum Teil tiefgreifenden Änderungen im Insolvenzrecht, im Zivilrecht, im Strafverfahrensrecht vor. Überwiegend sehen wir diese Änderungsvorschläge als sachgerecht und angemessen an, aber teilweise stehen wir ihnen auch kritisch und teilweise auch ablehnend gegenüber. Ja, die Zeiten verlangen es, dass Gerichtsverfahren länger als bisher ausgesetzt werden müssen, dass Hauptverhandlungen von Gesellschaften, Wohnungseigentümergemeinschaften, von Vereinen nicht mehr als Präsenzsitzungen stattfinden können. Ja, Unternehmen droht die Zahlungsunfähigkeit und Verbraucher und Kleinstunternehmer sind nicht mehr in der Lage wie bisher, Dauerverträge, Mieten und Pachten und Darlehen weiter zu bezahlen. Das verlangt von uns, dass wir darauf reagieren, dass wir pandemiebedingte Einnahmeausfälle, dass wir Verlustängsten und dass wir den Ängsten, dass manche vor dem Nichts steht, entgegenwirken. Ja, Verbraucher und Mieter brauchen Schutz und Hilfe in diesen Tagen. Aber, Frau Ministerin, manche Maßnahme, die Sie hier ergreifen, die reicht das Problem nur eine Reihe weiter. Und das ist das Problem, zum Beispiel bei zwei Vorschlägen, die Sie machen. Zum einen bei dem Leistungsverweigerungsrecht, bei Dauerschulverhältnissen, Sie sprachen es an. Da entstehen gewaltige Unsicherheiten und diese Unsicherheiten treffen vor allem Kleinstunternehmer, vor allem Handwerker stärker als viele andere. Und das zweite Problem ist, Sie sprachen es ebenfalls schon an und es war Gegenstand der meisten Vorredner von mir, ist das Kündigungsschutzrecht im Mietrecht. 3,9 Millionen private Kleinvermieter in diesem Land sind darauf angewiesen, dass Miete gezahlt wird. Ansonsten droht auch ihnen, dass sie Darlehen nicht mehr bezahlen können, dass sie Betriebskosten nicht mehr bezahlen können, dass sie Verwaltergebühren und Handwerkerrechnungen schuldig bleiben. Bleibt die Miete aus, dann hängt eine ganze Menge hinten dran, dann drohen vielleicht irgendwann Darlehenskündigungen, dann kann die Zwangsverwaltung, die Zwangsversteigerung drohen, dann droht der Verlust eines Stückes Altersvorsorge. Und das ist die Sorge, die wir haben. Deswegen hat die FDP-Fraktion einen Entschließungsantrag Ihnen heute vorgelegt, der genau dem entgegenwirken soll, der ein Sonderwohngeld einführen soll, damit schon der erste Dominostein in dieser Kaskade nicht fällt, dass die Mieter ihre Miete weiterbezahlen können, dass die Kette, die Dominokette Mieter, Vermieter, Darlehensgeber, Handwerker, Verwalter gar nicht erst umfällt. Wir haben also Kritik an Ihrem Entwurf, aber wenn wir heute Ihrem Gesetzentwurf gleichwohl zustimmen, dann tun wir dies aus staatspolitischer Verantwortung, weil auch uns bewusst ist, dass wir diese Krise nur gemeinsam bewältigen können. Ich danke Ihnen. Sagt Stefan Thome für die Liberalen. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Und jetzt hören wir Friedrich Streckmanns für die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Corona-Krise zeigt uns deutlich auf, dass die parlamentarische Demokratie sehr wohl handlungsfähig ist.
Gleichzeitig dürfen wir aber bei aller gebotenen Eile nicht vernachlässigen, alle Maßnahmen auf die Einschränkung von Grundrechten hin zu prüfen. Die gewählten Wege müssen stets, das betone ich, das mildeste Eingriffsmittel sein. Nicht alle Vorschläge in dieser Krise haben sich durch die gebotene Milde und Zweckmäßigkeit ausgezeichnet. Der hier vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Epidemie in Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht ist trotz bei uns bestehender Bedenken im Ganzen zustimmungsfähig. Die kritische, aber konstruktive Begleitung Ihrer Vorhaben, das ist unser Beitrag als Opposition zur Bekämpfung der aktuellen Krise. Wir begrüßen daher insbesondere die Regelungen für Mieterinnen und Mieter, die aktuell ihre Miete nicht zahlen können. Diese sind durch das vorliegende Gesetz vor der Kündigung des Mietvertrages geschützt, soweit die fehlende Zahlung der Miete auf der Krise beruht. Gleiches gilt für die Verträge über Lieferung von Strom, Gas und Wasser. Das finden wir gut. Wir begrüßen auch den Schutz vor Kündigung von Hypothekenverträgen, soweit dort ebenfalls Zahlungen krisenbedingt nicht geleistet werden können. Für uns als Linke stehen alle Wohnverträge unter besonderem Schutz und gerade deshalb fordern wir weitergehender als Sie, dass unabhängig von der jetzigen Krise niemand seine Wohnung verlieren darf. Wir sehen daher dieses Gesetz als bloße Verschiebung einer grundsätzlichen politischen Frage, die da lautet: Warum wird Wohnraum zur Verfügung gestellt? Und diese Frage beantworten wir ohne Wenn und Aber, damit Menschen darin wohnen können und nicht damit, dass aus Kapital mehr Kapital wird. Es ist Aufgabe des Staates und seiner föderalen Institutionen, Wohnraum zu schaffen und im öffentlichen Eigentum zu halten. Anders werden wir niemals das Wohnraumproblem für weite Teile der Bevölkerung lösen können. Im Bereich der Insolvenzordnung bedarf es aus unserer Sicht in den nächsten Wochen einer Nachschärfung der Vorschriften. Unsere Angst ist, dass die jetzigen Regelungen ausgenutzt werden können, um Unternehmen wirtschaftlich auszuhöhlen und gezielt in eine Insolvenz zu führen, was ganz klar zum Nachteil der dort Beschäftigten gehen würde. Wir haben hierzu einige Hinweise aus dem Bereich der Insolvenzverwalter erhalten, die wir sehr ernst nehmen. Als Richter ist mir aber ein Punkt besonders wichtig, nämlich die Frage der Strafverfahren und Gerichtsprozesse. Es kommt darauf an, dass die jetzt beschlossenen Regelungen zur Fortführung von ausgesetzten Prozessen möglichst unter Berücksichtigung des wichtigen Grundsatzes der Mündlichkeit der Verhandlung geführt werden. Hier muss ich leider feststellen, dass die von Ihnen vorgelegte Regelung diesem Grundsatz wenig gerecht wird. Besser wäre es gewesen, weniger Verfahren zu hemmen und mehr Verfahren auszusetzen, sodass die Prozesse unbelastet von der gegenwärtigen Krise neu geführt würden. Wir sind aber insgesamt bei aller Kritik geneigt, auch hier die Regierung zu unterstützen, werden aber uns unsere kritischen Anmerkungen weiter vorbehalten. Danke. Friedrich Schrettmanns für die Linke war das. Ja, bei Strafverfahren soll Gerichten erlaubt sein, die Hauptverhandlung für maximal 3 Monate und 10 Tage zu unterbrechen. Das hat er ja eben auch nochmal angesprochen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Wirtschaft muss einen drastischen Schock bewältigen und in Normalzeiten völlig gesunde Unternehmen kämpfen jetzt unverschuldet um ihre Liquidität. Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in dieser Situation ist richtig und auch die Erleichterung der Zuführung von Liquidität an schwankende Unternehmen durch Gesellschafter oder Gläubiger. Wir halten damit die Uhr für einen Moment an. Wir halten sie an für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die verantwortungsbewusst mit dieser Situation umgehen. Diejenigen, die an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken, die an eigene Reserven gehen, um ihren Lieferanten zu helfen oder um Forderungen gegenüber ihren Kunden stunden zu können. Denen helfen wir mit diesen Eingriffen ins Insolvenzrecht. Denen danken wir dafür, dass auch sie so verantwortungsvoll mit dieser Krise umgehen. Die Erleichterungen im Insolvenzrecht bergen allerdings auch Risiken. Und darauf will ich hinweisen. Sie können missbraucht werden. Und deswegen ist es unerlässlich, dass staatliche Hilfen mit klaren, vollstreckbaren Auflagen versehen werden. Wir müssen in dieser Situation verhindern, dass die Erleichterungen im Insolvenzrecht benutzt werden, um die Renditen von kurzfristigen Investoren zu verbessern, anstatt unsere Unternehmen zu stabilisieren.
Die befristete Aussetzung der Kündigung wegen ausstehender Mietzahlungen für nicht leistungsfähige Verbraucherinnen und Verbraucher und Kleinstunternehmer ist für uns mittragbar. Das Leistungsverweigerungsrecht für wesentliche Dauerschuldverhältnisse greift jedoch tief in die bewährte Risikoverteilung des allgemeinen Schuldrechts ein. Und auch das birgt Risiken. Klare Regelungen zu den Darlegungspflichten hätten der Praxis die rechtssichere Anwendung erleichtert. Eine klare Aussage zur Gegenleistungspflicht wäre notwendig gewesen. Eine bloße Verschiebung von Zahlungspflichten birgt die Gefahr späterer Überschuldung. Und hier müssen wir über andere Lösungen nachdenken, zum Beispiel über Sonderkündigungsrechte für nicht wesentliche Leistungen. Dieses Paket kann nur ein erster Schritt sein. Wir brauchen auch ein Signal dafür, dass es nach der Krise weitergeht. Die ohnehin geplante Verkürzung der Frist bis zur Restschuldbefreiung vorzuziehen, wäre ein solches starkes Signal. Lassen Sie mich noch kurz ein Wort zu den Änderungen im Infektionsschutzgesetz sagen, die später beraten werden. An diesen Beratungen wurden wir nicht beteiligt. Es ist richtig, dass der Bundestag entscheidet, ob eine epidemische Notlage von nationalem Ausmaß entsteht und nicht die Bundesregierung. Aber ein demokratischer Rechtsstaat kann, muss und wird zeigen, dass sich eine solche Krise auch mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln bewältigen lässt. Es ist für mich aber nicht gut und nicht verständlich, dass der Bundestag beim Erlass von Rechtsordnungen, die tief in die Grundrechte eingreifen, nicht beteiligt ist. In diesem Gesetz, das wir gerade behandeln, ist das anders. Hier haben wir das geändert. Aber warum man es dann bei tiefen Eingriffen in die Grundrechte im Infektionsschutzgesetz nicht genauso macht, ist für mich nicht verständlich. Vielen Dank.